Ich speichere hier jetzt mal LP10, so. Für den Fall, dass wir jetzt gleich dem Ogre in die Arme rennen. So. Sperren wir ihn einfach mal aus. Das heißt, wir haben hier die Tür geöffnet. Eisenschlüssel. Erster Stock, Zaubererschule. Zweiter Stock, alter Tempel. Ein Schlüsselloch mit einem Kreuz und zwei Eisenschlüssel. Eine leere Flasche. Ja, Wasser. To the School of Wizardry. To King Torums Tomb. Da gibt es leider nicht viel. Ich kann das hier leider nicht anzünden. Kann ich das so anzünden? Nein, so tue ich mir nur selber weh. Ja, ich könnte die School of Wizardry. Was machst du? Ah, du zündest die Fackeln an. Stylisch. Du brauchst zwei Augen, so wie du aussiehst. Okay. Poison Arrow. Das ist doch jetzt mal ein Grund, die Waffe zu wechseln. Weil nachher haben wir dann 6 Pfeile. Okay. Und ein Federhut. Für was hat der Charges? Hat er seine Charge gekostet? Nein. So, kann ich sie jetzt wieder rausnehmen? Nein, kann ich nicht. Schade, dass damit erübrigt sich meine Frage, ob es hier Händler gibt. Schneckenteile oder so kann ich auch nicht braten. Fackel neu anzünden, das wäre auch was Cooles. Ah, okay. Shotbow. Habe ich ja eigentlich schon einen. Okay, merken wir uns mal. Blauer Edelstein bin gebraucht. So. Falls wir nochmal einen blauen finden sollten, kommt er da rein. Da baue ich einen Ornamentschlüssel. Hi Jungs.
Error corrupted save game. Auch gut. LP 010. So, da sind wir hoffentlich wieder, nachdem gerade eben sich das Spiel aufgehangen hat, als ich geguckt habe wegen dem Save Game. Okay, die Jungs können schnell angreifen, mehr aber auch nicht. Ja. Mach mal das an. Du so einen. Du nochmal so einen. Oh, cool. Die Pfeile behalten ihre Ladung. Das ist auch cool. Scroll of Detect Monster. Ja. Scanning for Monsters. Was zur Hölle soll das machen? Ein rotes Licht auf ihre Felder. Eine Scroll? Enchanted Might. Noch was für Stuff Defense. Scroll, die lese ich beim nächsten Mal dann vor. Scroll of Light Missile. Das ist Bergwaff. Das ist da was für dich eher. Ich frage mich jetzt gerade, ich hoffe mal, der war nicht ein Weg. Manual of Stuff Magic and Combat. Gain Stuff Defense plus 3. Skull of Bless, Spellcraft, Party Enchantment Spell, All Champions gain Protect, Evasion and Health für, und Energy für eine Minute. Okay, ist nicht viel, aber ist etwas für einen härteren Kampf. Und ein Secret. Scroll of Light, das ist gut. Noch eine Scroll, oh, noch so eine lange Scroll. Die beiden werde ich dann das nächste Mal lesen. Spellcraft, das ist okay. King Torum Script Key. Leather Pants. Und der ist was für dich. Light Missiles are upgraded to Arcane Missiles. Okay. Ja gut, eigentlich jetzt, wo ich weiß, wie man Licht spricht, ist das mit dem Licht jetzt nicht mehr so wichtig. Das Ding kann ich nicht schlagen. Hier ist sonst, glaube ich, kein Buch mehr versteckt. Das mit dem Bücherregal fand ich übrigens sehr, sehr cool. Ja. Nee, ich würde sagen, dass ich es nicht vergesse, die beiden Sachen zu lesen. Lese ich sie jetzt vor. An meine ergebenen Studenten. Solltet ihr zu dem zurückkehren, was von unserer Schule übrig geblieben ist, so werdet ihr sicher in diesen Mauern sein. Magie hat den Gefallenen da gestoppt, uns hier zu erreichen. Die Barrieren werden halten. Es gibt nicht viel, was wir nun hier tun können. Wie ihr euch sicher bewusst ist, haben die Wächter
das Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkelheit zerstört. Die zwei Seiten der Heiligkeit befinden sich nun in einem perversen Status des Chaos. Hört auf meine Warnung. Vergesst die Studien des Lichts. Es ist nicht sicher, die Magie des großen Heiligen zu benutzen. Niemand ist aus dieser Sicht heilig. Nicht mal ich. Der große Kampfzauberer Tyril muss sich konzentrieren oder beten oder zurückziehen oder irgendwas in die Richtung, bis die Heiligkeit wiederhergestellt werden kann. Licht und Dunkelheit wieder separiert sind. Ich habe einige Schlüsselschriftrollen hier für sichere Aufbewahrung hinterlassen. Sollten wir sie jemals wieder brauchen. Nochmal, vergesst eure magischen Arbeiten. Konzentriert euch auf den Fokus von der Stabverteidigung, also von defensiven Stabzaubern. Vor denen es jetzt nun viel mehr als sonst gibt. Den wollen meine Studenten. Fackel geht mal wieder langsam aus. Also ja, das haben wir gelesen. Und das hier. Meister Tyril. Licht sendet... Hä? Licht sendet euch... Scroll Messages. Also irgendetwas, das Licht weiß nicht, dass die Nachrichten existieren. Wir beten für unsere Rückkehr Tag und Nacht oder Nacht und Tag. Ihr hattet recht, Meister, die Barrieren halten. Aber die Gefallenen, ihre Bemühungen sind felsenfest. Sie stehen an den Barrieren und beobachten uns durch die Mauern und warten auf uns, emotionslos, leblos. Ihr stechender Blick ist genug, um uns gläubige Leute nervös zu machen. Sie rufen nach uns in unserem Gedächtnis und in unseren Träumen. Versuchen uns dazu überzeugen, zu ihnen zu kommen. Ich hätte niemals so einen endlosen Albtraum mir vorstellen können. Die Gruselgeschichten über diese Dinger waren bis jetzt nur Märchen für mich. Wir dachten uns, dass sie schon eine Weile hier auf uns warten. Als ob sie wussten, dass wir zurückkommen würden. Sie haben Statuen in unseren Korridoren aufgestellt und ihre Symbole in den bunten Gläsern hinterlassen. Das sieht nicht mal so aus, als ob es möglich wäre, aber es ist möglich. Wir warten auf Hilfe, die wahrscheinlich nicht antreffen wird. Wir verhungern hier. Langsam, aber sicher. Mason ist bereits zu schwach, um sich zu bewegen. Und Armin hat versucht, durch die Nacht zu entkommen. Sie haben ihn in Sekunden in Stücke gerissen, als ob er ein kleines Insekt war, mit dem man spielen konnte. Und er war der stärkste von uns. Wie auch immer, wir beten für eure Rückkehr, Meister. Licht, helfe uns. Joey, Disciple of Light. Gut. Dann würde ich sagen, speichere ich hier jetzt nochmal.
das Safe geben drüber. So. Und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder. Bis dann.